geglaubt, da war ein Erdbeben, ne? Das war nur mein Lanz. Aber habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie echte Erdbeben entstehen? Und ich weiß die Antwort. Ihr glaubt mir nicht? Kommt mal mit, ich zeige euch mal was. Braucht ihr nicht Maulaffen fein halten? Kommt mal mit. Über die Entstehung von Erdbeben ist ja schon viel spekuliert worden. Da spannt sich der Bogen vom wissenschaftlich-philosophischen über den esoterisch-spiritistischen Bereich. Um die Sachen zu verstehen, bedarf es erstmal eines Grundwissens. Und ich erzähle euch jetzt mal was über Erdbeben, und zwar wann sie zuschlagen. Die kleinen Erdbeben sind tagtäglich irgendwo aktiv. Sie haben aber keine größeren Auswirkungen. Meistens jedenfalls. Ich erhebe keinen Anspruch auf wissenschaftliche Präzision. Ich halte es wie die Altvorderen. Durch Beobachtung der Himmelskörper und den Schlussfolgerungen des alten Magellan kommt man weiter. Das haben die Altvorderen schon Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung erkannt. Auf diesen kann man aufbauen. Ich vergleiche wie damals Diogenes und Pythagoras. Ich überprüfe und überprüfe, messe und kalkuliere wie die alten Ägypter. Und so bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass der Mond die Ursache der schweren Erdbeben ist. Und zur zeitnahen Bestimmung der Erdbeben hilft mir mein Mondkalender. Das kann natürlich nicht maßstabgetreu sein, denn dann wäre das die Erde, das der Mond und das die Sonne. Begnügen wir uns erstmal mit dem mechanischen Mondkalender. Das ist die Sonne, das ist die Erde, das ist die Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Und die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um die eigene schräge Achse. Und das ist die Erdumlaufbahn um die Sonne. Der Mond umkreist die Erde auf der eigenen Ekliptik in ca. 28 Tagen entgegen dem Uhrzeigersinn. Diese Ekliptik ist leicht geneigt. Hier steht der Mond der Erde am nächsten. Man nennt das auch die Mondknotenpunkte. Auf welcher Seite der Erde sich der Mond befindet, steht er entweder unter dem Äquator. Oder über dem Äquator. Ich habe seit über 20 Jahren durch zufällige Beobachtungen des Himmels über Dortmund einen Zusammenhang zwischen Erdbeben und Mondphasen festgestellt und seit 10 Jahren auch dokumentiert. Erst war mir einiges unklar, doch dann ist mir ein Licht aufgegangen. Ich grübelte und grübelte und dann war es klar. Die Trefferquote liegt bei über 95%. Somit bin ich sicher, die Zusammenhänge erkannt zu haben. Ich erhebe keinen Anspruch auf Präzision. Die meisten wissenschaftlichen Zugänge sind mir sowieso verschlossen oder suspekt. Die Mondstände bekomme ich aus dem Gezeitenkalender. Der ist genauer als meine Messungen. Wichtig sind mir die Kraftlinien zwischen Sonne, Mond und Erde. Das ist der heiße Kern der Erde.
Hier sind zwei entgegengesetzte Strömungen. Und da gibt es den Lavastrom unter der Erdkruste. Der hat zwei entgegengesetzte Fließrichtungen. Der heiße Kern wird jetzt zur Pumpe. Es kommt zu unterschiedlichen Drücken unterhalb der Erdschale. An den schwächsten Stellen bricht die Lava durch. Sie hebt die Landkruste an und pflanzt sich als Welle unterhalb der Landmasse fort und verschiebt sie. Wenn jetzt noch so ein Mondkraftfeld diesen Effekt verstärkt, ist das Erdbeben vorprogrammiert. Das ist keine schwarze Magie oder Sterndeutung, sondern eine Positionsbestimmung, wie sie seit alters her in der Seefahrt praktiziert wird. Das zeige ich euch jetzt mal am Modell. Die Aussage, dass die Erde von der Sonne angezogen wird, stimmt nur bedingt. Das hängt mit den Fliehkräften zusammen von Erde, Mond und Sonne. Ein Kraftdreieck, das sich ständig ändert. Denkt mal an einen Fahrradfahrer in der Kurve. Wenn die Erde kein Perpetuum mobile ist, müsste sie ja irgendwann mal stehen bleiben. Tut sie aber nicht. Warum nicht? Sie wird angestupst. Und durch wen? Durch die Sonne. Wenn sie aber, wie landläufig vertreten, durch die Gravitationskräfte angezogen würde, würde sie ja immer kleinere Kreise bilden und letztendlich mit ihr kollidieren. Aber warum magnetisch? Weil im Kern sich eine ganze Menge abspielt. Der eine Kern ist innen flüssig und der andere gasförmig. Beispiel gefällig? Echter, Ostern ist vorbei. Seht ihr? Es dreht sich, aber nicht gleichmäßig. Denn ist ja nicht rund. Genau wie die Erde es nicht ist. Aber die ist auch innen flüssig. Nehmen wir mal an, das Ei ist jetzt die Erdkugel und die äußere Schale dreht sich ja nach links entgegen dem Uhrzeigersinn und der Kern innen drin rechts und dann entsteht eine Reibung durch die Flüssigkeiten und die bewirkt dann den Dynamo-Effekt und der baut ein Magnetfeld auf. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Rotation der Erde so aussehen. Das ist nämlich ein gekochtes Ei. So, und das ist jetzt... Das ist ein leeres Ei. So sieht es aus, wenn der Kern nicht flüssig ist. Genau wie bei der Sonne. An diesem Modell ist das besser zu erkennen. Wenn sich die Erde auf die Sonne zubewegt, bekommt sie einen Schubs, der wirkt sich auch auf die Sonne aus, aber die hat die größere Masse und da wirkt sich dann nicht so aus. Und dann kommt der Mond ins Spiel und stabilisiert die Sache wieder. Die schwersten Erdbeben treten bei diesen Konstellationen auf. Wenn der Vollmond oder als Neumond in der Kraftlinie stehen, und das am Wendekreis des Krebses, beziehungsweise an den Wendekreisen. Oder wenn der Abstand zwischen Sonne und Erde und Mond am geringsten ist. Was passiert eigentlich, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Kraftlinie stehen? Ja, was wohl? Ein Erdbeben! Ja, und nicht so leichtes Zittern, wie es jeden Tag auf der Erde ist, sondern die richtig schweren, die mindestens über 5, 6 und 7, so wie es in Japan, Haiti, Philippinen und in Mexiko stattgefunden hat. Und das immer bei denselben Konstellationen. Und noch ein Aspekt ist zu beachten. Der Mond umrundet die Erde und aufgrund seines geringen Abstands zur Erde erzeugt er unter Mitwirkung der Fliehkraft Ebbe und Flut. Fazit: Erdbeben lassen sich tagesgenau vorhersagen. Genauso werden auch die für unsere Augen verborgenen Stoffe wie Gase, Luft und Wolken oder schwimmende Erdmassen
die Kontinente in ihrer eingeschlagenen Richtung und Geschwindigkeit beeinflussen. Das sind die Kontinentalplattenverschiebungen. Ein weiterer Einflussfaktor sind Vulkanausbrüche oder unsere immer stärker werdende Umweltbelastung. Die schweren CO2-Gase, die stärkeren Wolkenbildung, sind gasförmige Ozeane mit einer trägeren Masse als die Luft. Dementsprechend bieten sie auch mehr Widerstand bei der Erdbeschleunigung und beeinflussen das Kräftesystem. Der Erdschwerpunkt muss sich ständig neu einrichten. Das bedingt, dass sich die Erdoberfläche stark verändert. Ein zusätzlicher Faktor für Erdbeben ist gegeben. Auch bei mir ist schon mal öfters dicke Luft. Kehr, ey, was hast du hier denn schon wieder veranstaltet? Das sieht ja aus wie in Louis Trinker seinen Rucksack. Ich verlagere meinen Schwerpunkt dann in diese Matte. Schau auf mein Schiff und wähne mich wie damals Magellan auf den 7 Weltmeeren. Neue Welten und Gestirne erobern. Und irgendwann wird mir ein Licht aufgehen und ich berichte euch, wann diese Erdbeben auftreten. Doch davon erzähle ich euch ein anderes Mal.